Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute wollen wir ein weiteres Teil vom Vorläufermodell holen, und zwar das Rückgrat. Die einzelnen Teile sind ja in verschiedenen Dungeons versteckt. Ja, blöd nur, wenn da ein Dungeon nicht als solcher gekennzeichnet ist, wie in diesem Fall. Wenn wir einmal auf die Karte schauen, wir befinden uns hier so im östlichen Bereich von Ostmarsch. Und ja, jetzt ist es ein bisschen blöd gekennzeichnet, weil ich gerade eine Quest hier drin gestartet habe, aber es ist eben kein Dungeon-Hinweis, sondern eben so ein Gebäude, was hier angezeigt wird, ein Zulft oder wie man es auch immer aussprechen mag. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Dungeon, wird aber eben nicht als solcher angezeigt. Ja, und hier finden wir dann auch das Rückgrat. Das heißt, wir gehen einfach mal hinein. Na hoppala, das dauert jetzt aber sehr lange. So, jetzt sind wir drin. Wenn ihr Map-Pins installiert habt, dann bekommt ihr einen Hinweis, wenn wir uns das Gewölbe mal anschauen. Das ist immer hier so ein Rädchen, was angezeigt wird. Und hier ist auch der Hinweis, Vorläufermodell, das Rückgrat. Da bewegen wir uns dann jetzt auch einmal hin, gerade für die, die kein Map-Pins haben, dass sie nochmal ganz genau sehen können, wo dieses Item versteckt ist. Ich habe mir gedacht, so ein Rückgrat ist ja prinzipiell mal was Größeres, sollte man zumindest meinen. Aber wenn wir hier mal schauen, also es schimmert, ne, oder glitzert, bitzelt, wie auch immer. Das heißt, man sieht dann schon, wo das Ganze ist, aber entweder ist es so gut versteckt, dass man es nicht richtig sehen kann, oder ist es so klein, dass man es nicht sehen kann. Aber hier ist definitiv das Rückgrat des Konstrukts. Das nehmen wir dann. So, und damit ihr sehen könnt, wie weit ihr überhaupt schon die Teile gesammelt habt, das Ganze findet ihr in eurem Tagebuch, und zwar unter den Errungenschaften, unter Vorläufermodell. Hier wird allerdings nur das angezeigt, was ihr schon eingebaut habt. In Clockwork City, also in Stadt der Uhrwerke. Alles andere, was ihr halt nur im Inventar mit euch herumtragt, wird jetzt nicht angezeigt. Nur für euch nochmal zur Information. Erst dann, wenn ihr es eingebaut habt, ist es im Prinzip erledigt. Ja, das war die Fundstelle vom Rückgrat. Mir fehlen noch einige andere, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Suchen oder vielleicht auch beim Finden mit meinen Videos. Dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Follow, wenn euch das weitergeholfen hat. Ich sage nochmal Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.